Ich seb gut und brav seit Jahren, wurde anständig erzogen, gehe auf frisch immer freundlich durch die Welt. Ist mir Schlimmes widerfahren, überspannt sich nie mein Bogen, wohl bedacht, dass man die Kontenance behält. Schlechtes Wetter, hohe Preise, hat mein Fußballclub verloren oder warf mich meine Freundin einfach raus. Bleib ich locker, meistens leise, wie ein Lamm, das neu geboren wegen so einer Kleinigkeit rast ich nicht aus. Doch irgendwann war's gut, woho, packte mich die Wut, woho. Irgendwann war Schluss mit lustig, Schicht im Schacht, es reicht. Doch irgendwann war's gut, woho, packte mich die Wut, woho. Irgendwann war Schluss mit lustig, Schicht im Schacht, es reicht. Doch jetzt ist der Punkt gekommen und ich merk mir, platzt der Kragen. Der Zenit meiner Geduld ist erreicht. Bisher hab ich mich benommen, die Vernunft hatte das Sagen, anstatt dass mich blanke Aggression beschleicht. Doch irgendwann war's gut, woho, packte mich die Wut, woho. Irgendwann war Schluss mit lustig, Schicht im Schacht, es reicht. Doch irgendwann war's gut, woho, packte mich die Wut, woho. Irgendwann war Schluss mit lustig, Schicht im Schacht, es reicht. Ich werd grausam, bin verletzt, bin bereit, nicht aufzugeben. Und ich merk, sie bröckelt meine heile Welt. Ich werd grausam, richtig ätzend. Und zum ersten Mal im Leben bin ich gnadenlos auf Töten eingestellt.